Beim Programm für den klimafreundlichen Neubau ist der Fördertopf leer. Wie das Bundesbauministerium in Berlin mitteilte, können ab Donnerstag wegen ausgeschöpfter Mittel keine neuen Anträge für das Programm bei der staatlichen Förderbank KfW gestellt werden. Bauministerin Clara Geiwitz erklärte, dass neue Anträge gestellt werden könnten, sobald der Bundeshaushalt 2024 in Kraft trete. Die Bauindustrie kritisierte, das Förderdesaster setze sich fort. Peter Hübner, Präsident des Hauptverbandes der deutschen Bauindustrie, sagte, mit dem Aussetzen der Neubauförderung beweise die Bundesregierung, dass sie aus den Fehlern des Förderstopps des vergangenen Jahres nichts gelernt habe. Ein Run-off-Fördermittel zum Ende des Jahres ist kein Erfolg. Es zeigt die große Unsicherheit am Markt. Niemand weiß, wie es weitergeht und jeder versucht, sich die letzten Reste zu sichern, so Hübner. Ihm zufolge sei es Realität, dass jedes zweite Unternehmen im Wohnungsbau unter Auftragsmangel leide und die Wohnungsnot in Deutschland von Woche zu Woche wachse.